Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Guardian-Video. In diesem letzten Teil für das Einrichten des Projekts werden wir Test-Service und Config-Klassen anschauen. Sie können den Source-Code dieser beiden Klassen aus Ihren Kursunterlagen herunterladen. Die Config-Klasse, deren Name eigentlich frei wählbar ist, aber ich finde Config recht passend, ist die zentrale Definition. Sie erweitert die Application-Klasse von Jersey, also unserem Framework. Achten Sie dabei immer, dass Sie die richtigen Imports verwenden. Viele dieser Klassen, die wir verwenden, gibt es mehrere Libraries. Unsere sind jeweils javox.vs.rs. Der Application-Path legt den ersten Teil des Pfades fest, unter dem unsere Services erreichbar sind. Jeder Service braucht eine eindeutige URL. Unsere URLs beginnen nach dem Namen des Projekts jeweils mit /resource. Außerdem müssen wir die getClasses-Methode überschreiben. Hier müssen wir ein Hashset bereitstellen all der Klassen, die Services anbieten sollen. Das ist momentan nur mal der Test-Service. Wir werden das Stück für Stück um weitere Klassen erweitern, die Services anbieten. Die Klasse TestService bietet einen ganz simplen Service an. Da wird einfach ein Text-Test erfolgreich geschickt. Auch hier lege ich zunächst die Pfade fest. Alle Methoden oder alle Services im TestService sind unter /test erreichbar. Und mein TestService hier hat dann noch den letzten Pfadteil, ebenfalls Test. Wenn wir das Ganze mal starten, sehen wir auch, wie wir es entsprechend einsetzen. Das hier ist meine Index.html und ich ergänze jetzt hier den Pfad. Sehen, ich habe vorne zunächst mal Localhost, das ist ein lokaler Server, Port 8080, Bookshelf-1.0 ist der Name des Projekts. Und hier ergänze ich nun den ersten Teil, das ist Resource, /test. Meinen Test-Service und nochmal Test für den genauen Service. Wir sehen es also, Resource, das kommt aus der Config. Das erste Test ist der gemeinsame Pfad für alle Services hier und das letzte ist dann der einzelne Service. Und wenn ich das jetzt ausführe, sehe ich hier das Test erfolgreich. Grundsätzlich könnten wir all unsere Services hier im Browser testen, aber es wird mit der Zeit sehr, sehr aufwendig. Deshalb starte ich hier mal Postman, mein Tool, um Tests zu automatisieren. Und als erstes erstelle ich in Postman eine neue Collection. Collections, das sind einfach Sammlungen von Tests. Ich nenne die jetzt einfach mal Bookshelf. Könnte auch noch eine Beschreibung angeben, was das für Tests sind. Jetzt innerhalb der Collection erstelle ich jetzt einen neuen Request. Beim Request muss ich zunächst angeben, welche HTTP-Methode verwendet wird. Falls ich es nicht auswendig weiß, kann ich hier im Source Code nachschauen. Sie sehen, es ist GET. Und außerdem brauche ich den Pfad, unter dem der Service erreichbar ist. Kopiere ich mir aus dem Browser. Mehr braucht es für diesen Service momentan nicht. Entsprechend speichere ich und sende ihn ab. Und sehen auch hier Test erfolgreich. Ich habe jetzt also meinen ersten Testcase mit Postman erstellt. Künftig kann ich diesen einfach reproduzieren, indem ich ihn aufrufe, auf Send klicke. Ja, und damit ist unsere Applikation bereit. Wir können also nächstes Mal beginnen, unsere eigenen Services zu realisieren. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen und bis zum nächsten Mal. Ihr Gualin.